Seid gegrüßt zum zweiten Filmtalk mit Julia und mir. Hallo. Tom. Und heute besprechen wir einen wundervollen Film, und zwar Gods of Egypt. Man könnte ihn auch unter der Tagline verpacken, Rods of Egypt. Gleich am Anfang müssen wir sehen, wie Horus Gotteslichtes den Thron von Papa Osiris bekommen soll. Zur Feier taucht auf der böse Onkel Seth, meuchelt Papa, stiehlt Horus das super-duper Falkenaugenlicht und schickt ihn ins Exil. Aber Gott sei Dank gibt es zwei mutige Menschen, die diese göttliche Ungerechtigkeit nicht ertragen können und Horus helfen, den rechtmäßigen Anspruch auf den Thron durchzusetzen. Wie dieser Film aussieht, seht ihr jetzt im Trailer. Ewigkeiten sind vergangen, seit die Götter unter uns weilten. Bevor die Raserei unser Land überkam. Bevor der Krieg uns für immer entzweite. Du eignest dich nicht zum König. Jetzt bin ich an der Reihe. Ja, nach dem Trailer sieht man gleich, was an diesem Film so richtig toll ist. Und zwar nicht viel, außer die Besetzung. Jamie Lannister, wundervoll, den wir heute Abend auch sehen können, endlich in Game of Thrones, Season 6. Es geht los. Und dann Gerard haben wir Butler. King Leonidas, unglaublich. Unglaublich als Leonidas in diesem Film, ja, nicht. Genau. Man könnte es fast vergleichen, aber nein. Dann haben wir noch Geoffrey Rush, wie du mir gerade erzählt hast. Geoffrey Rush in seinem Spaceboat. Der Typ hat einen Oscar bekommen und spielt in diesem super schlechten Film mit. Also ich nehme die Wertung schon mal weg. Diesem super schlechten Film mit. So ist es. Ja, und worüber du dich ein bisschen gefreut hast. Elodie Young, ne? Ich meine, Elektra. Also ich meine, ne? Das ist mein Highlight des Films natürlich. Okay, also, I Can Me ohne Ende. Aber so ein liebloser Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, also der sieht wirklich schlecht aus, wie die übelst schlechteste TV-Produktion. Also wie so ein Greenscreen. Und man sieht auch, man kann sich den Greenscreen quasi diese vorstellen. Diese Verdopplung der Götter, was haben die sich dabei gedacht? Das sieht so mies aus. Ja. Ganz, 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 ganz lieblos. Muss ich mal ein Beispiel an Gandalf nehmen. Zum Beispiel an Gandalf. Ja, ich meine, große Zwerge und Hobbits. Die Atmosphäre im Film geht überhaupt nicht klar. Ganz furchtbar. Also man fühlt sich ganz unwohl. Man mag keinen der Charaktere. Nee. Einige findet man sogar richtig schrecklich. Es ist zwischendurch, irgendwie so nach 30 Minuten stirbt einer der Hauptcharaktere und man denkt sich nur so, whatever. Egal. Das ist schon ein bisschen Trauer. Und dann geht es natürlich noch weiter. Thema der Stunde auch zur Zeit in Hollywood. Whitewashing. Also ich meine, der Film, Exodus hat es doch vorgemacht. Ridley Scott. Okay, also Whitewashing. How is this still a thing? Last week Tonight asks, how is this still a thing? This week, Hollywood whitewashing. How is this still a thing? And when Hollywood needed actors to play Egyptians in Exodus, Gods and Kings, it knew just what to do. Moses, Ramesses, you grew up together, close as brothers. That was a guy from Australia and a guy from Britain, pretending to be two guys from Egypt, a country in Africa. And if you like that, don't miss Gods of Egypt opening Friday, starring a Scottish guy. I shall be your one true god. Wow, that's the whitest Egyptian since these four. Also, so wie John Oliver in Last Week Tonight gezeigt hat, ist dieser Film also nicht nur extrem schlecht, sondern macht auch alles falsch, was man falsch machen kann. Um Sexismus habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, aber der Rassismus, der super offensichtliche Rassismus. Sexismus, Boobs. Ist schon extrem krass. Ja, wir sehen hinter uns Nikolai Costa-Waldau, der arischste aller Menschen, der mir gerade so einfällt, in einer ägyptischen Tracht, leicht braun geschminkt. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Den ganzen Film kommt ein Araber vor. Genau, so eine Miami Beach war und Urlaub gemacht hat. Geht einfach überhaupt nicht klar. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, Whitewashing ist halt irgendwie scheiße, aber der Film ist auch nicht so toll. Und das passiert wirklich nur schlechten Filmen, die sowieso schon super lieblos sind. Ja. Wie da lately in Hollywood was zu sagen ist, ich meine, der Film Nina kam gerade raus. Also bei uns glaube ich noch nicht. Ich weiß leider auch das Datum gerade nicht, aber das können wir auf jeden Fall in den Kommentaren nochmal reinschreiben.
Der hat ja auch Zoe Saldana die genommen, die Nina Simone spielt. Und ich meine, sie haben ja eine breitere Nase gemacht und sie dunkler geschminkt. Also ich meine, hä? Ja, aber Zoe Saldana ist wenigstens schwarz. Blackface? Naja, also komm. Ja, aber dann komm, also ich meine, gibt's keine anderen schwarzen Schauspielerinnen, die Rolle hätten spielen können? Hätten ja wieder Lupita Nyong'o einsetzen können. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, stimmt. Aber zum Beispiel auch Dr. Strange. Dr. Strange, Benedict Cumberbatch. Dr. Stephen Strange. Aber der ist ja nicht das Problem. Obwohl man den hätte auch anders besetzen können, weil er ist einer der wenigen Comic-Figuren, die, sag ich mal, wo die Identität nicht wirklich preisgegeben wurde ganz am Anfang. Eigentlich sollte es auch in die asiatische Richtung gehen als Charakter. Hätte man Probleme besetzen können. Genau das gleiche Problem wie Marvels Iron Fist, was bei Netflix kommt, auch leider kein asiatischer Charakter besetzt. Und ja, das geht halt einfach nicht irgendwie, finde ich, meiner Meinung nach. Und ich meine, das Schlimmste ist natürlich Tilda Swinton. Ja, das Problem ist einfach, dass es eben nicht nur schlechten Filmen passiert, sondern dass es offensichtlich ein strukturelles Problem ist. Ja, kein Wunder, dass sich quasi alle schwarzen Schauspieler beschweren und den Oscar boykottieren wollen, wenn das nach wie vor einfach passiert. Ja. Da sind wir in Deutschland mit Deutschlands beliebtesten Schauspieler Elias Mbarek schon ein bisschen weiter, der auch ganz normale Rollen in romantischen Komödien spielen darf, kann. Oder Herr Müller. Also wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, es ist auf jeden Fall ein großes Problem, auch was von Tilda Swinton auch direkt angesprochen wurde, zum Beispiel jetzt in dem Fall. Die aber sagt, dass wohl die Rolle, dass wir abwarten sollen und die Rolle wohl anders interpretiert wird. Was die Frage wieder aufkommt, gehe ich sicher mit einem White Actor sozusagen, der oder Actress, die, sag ich mal, die Kinozahlen zu saven hat. Ne? Ich meine, der gute Ridley Scott, das beste Beispiel. Originalzitat Ridley Scott. Director Ridley Scott told Variety magazine he can't mount a $140 million film and say that my lead actor is Muhammad so-and-so from such-and-such. Yeah, you needed the white-hot star power of whoever the fuck this guy is. Ja, und dieses Zitat, ich meine, ist schon ein bisschen gruselig. Gruselig. So krass. Und ich meine, also es ist halt, ne, es passiert halt immer wieder, auch Ghost in a Shell mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Ja. Warum nicht? Warum nimmt man nicht hier? Leider weiß ich ihren Namen gerade nicht. Die Pacific Rim Girl. Wie heißt sie hier? Rihanna? Nein, Mann. Das ist die mit ihm hier geco-pilot ist in dem. Es gibt wohl auch einfach mehrere asiatische Schauspieler, die perfekt gewesen machen können. Also es ist einfach Bekanntheitsgrad, ja hin oder her. Aber ich meine, ja, aber give it a chance hier, ne? Richtig. Gut. So, also, ihr fragt euch sicherlich, warum haben wir diesen super schlechten Film Wertung? 4 von 10? 4 von 10 auf gar keinen Fall. Warum noch 4? Weniger? 4 für was? Naja, Gerard Butler, Jeffrey Rush, Jamie Lannister und Boobs. Okay, maximal 2 von 10 Punkten, absolute Zeitverschwendung. All diese super Schauspieler könnt ihr in anderen Filmen sehen, die sich wirklich lohnen. Brüste. Lohnt sich heute Abend bei Game of Thrones auch wahrscheinlich. Ganz genau. Ja, also super schlechter Film, war nicht so eine tolle Kinowoche. Nächste Woche. Super. Endlich, Marvel is back. Captain America Civil War. Wir haben ihn schon gesehen und freuen uns sehr darauf, euch den Film vorzustellen. Es wird großartig. Und heute Abend, wir haben es ja schon 100-mal gesagt, weil wir so super aufgeregt sind. Endlich, die neue Staffel von Game of Thrones, 6. Staffel für alle, die es in Englisch geschaut haben, die 5. Staffel für diejenigen, die es auf Deutsch geschaut haben, läuft, glaube ich, auch demnächst irgendwo an. Aber sonst Sky hat es, glaube ich, alles. Sky. Und ansonsten verabschieden wir uns recht herzlich und stimmen ein mit einem Winter's back.